Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Und heute gibt es mal ein kleines Unboxing. Ich habe hier heute was bekommen, ist heute gerade eben mit der Post angekommen am Samstag. Und das machen wir mal gemeinsam auf. Vor der Seite kann ich euch leider nicht zeigen, da dort nämlich meine Adresse. Oben steht, und ihr seht schon, es ist das neue Kicker Sonderheft. Europas Top Ligen habe ich ja gesagt vor ein paar Tagen. Habe ich vorbestellt, hier dann auch noch die Hechtung, ihr seht ihr schon durch Kickershop. Adresse zeige ich euch natürlich nicht, deshalb nur von hinten. Das ist jetzt das neue Sonderheft zu den Europas Top Ligen. Warum habe ich es mir im Kickershop bestellt für 4,50 Euro? Ganz einfach, bei mir in der näheren Umgebung gibt es das einfach nicht zu kaufen. Beim Champions League Sonderheft habe ich auch schon überall gefühlt nachgeschaut und dann zum Glück noch gesehen. Deshalb habe ich mir bestellt, heute angekommen am Samstag, deshalb zeige ich es euch jetzt gleich mal. 10 Stars für die Magitex App gibt es dazu. Ich weiß noch nicht, ob ich es mir holen werde, die Magitex App, aber ich denke schon. Dann schauen wir uns das Video, nicht das Video mal an, sondern das Heft mal an. Definitiv hier noch ein kleines Vorwort. Und dann das Inhaltsverzeichnis, wie immer die 10 Länder, wie auch schon letztes Jahr mit Deutschland, England, Spanien, Italien, Frankreich, Portugal, Niederlande, Türkei, Schweiz und Österreich. Und natürlich gibt es natürlich auch ein paar Top-Themen. Hier erstmal wieder Werbung. Und dann hier gleich mal ein Interview. Interviews sind natürlich immer dabei. Und dann hier zuerst mal Deutschland. Das sind auch die ganzen aktualisierten Kader, und hier auch nochmal Spieler in der Bundesliga. Mit den eingetragenen Ergebnissen tatsächlich auch schon. Zumindest die ersten drei Spieltage, Rekorde der Bundesliga. All das könnt ihr euch definitiv auch nachlesen. Also Kaufempfehlung ist definitiv da und 4,50 Euro ist ja auch relativ günstig. Genau, heute, diese Saison ist es anders aufgebaut. Irgendwie mit dem Kader. Ihr seht hier, das sind die ganzen Bundesliga-Teams mit ihren Kadern. Da können wir ein bisschen schneller auch durchblättern. Und dann kommen wir hier gleich mal zu England. Hier die ganzen Mannschaften. London hat zum Beispiel alleine schon 5 Teams. Definitiv interessant. Dann die Historie und die Rekorde hier. In der Übersicht von der Premier League auch natürlich den Spielplan mit den eingetragenen Ergebnissen schon vor den ersten 4 Spieltagen. Dann Man City, Liverpool, also da werden wahrscheinlich alle Teams vorgestellt auf so einer Doppelseite. Und das ist auch so, also da könnt ihr euch das alles durchlesen, über jeden einzelnen Verein ist da auch noch ein Text mit dabei, was ich auch relativ gut finde, definitiv. Ich weiß nicht, ob es bei jedem der Länder so ist. Genau. Dann Spanien. Auch hier nochmal ein Text zur spanischen La Liga. Die hat ja auch schon begonnen. Mit Historien und Rekorde. Eigentlich so aufgebaut wie in der Premier League. Auch hier die Ergebnisse schon angetragen von den ersten Spieltagen. Dann Barcelona, Atletico Madrid, Real Madrid. Okay, also hier wahrscheinlich auch wieder überall mit Doppelseite. Und für die kleineren Teams in Anführungsstrichen nur eine Seite jeweils. Wie wir also auch schon aus dem letzten Jahr kennen. Genau. Der Mallorca übrigens ist aufgestiegen. Die La Liga wollte ich nur kurz anmerken, waren ja dort seit ein paar Jahren nicht mehr dabei. Dann Italien, auch hier Historienrekorde, also man merkt schon, der Aufbau ist bei einigen gleich. Auch hier spielbar mit den Ergebnissen der bereits ausgetragenen Duellen. Juve, Neapel, halt die Top-Teams, auch Inter Mailand noch in der Doppelseite. Und der AC Mailand darf natürlich auch nicht fehlen, dann die hässlichen Mannschaften, wieder so wie auch bei der spanischen Liga in diesem Format. Kann man sich alles durchlesen,
will ich definitiv machen. Aufsteiger sind hier Brescia Calcio, das habe ich auch noch nie gehört. US Leeds und Hellas Verona, aber Hellas Verona sagt mir irgendwas. Der Verein, die waren doch mal dabei. Dann Frankreich, also ihr seht schon, hier ist das Spiel ein bisschen anders in Frankreich, weil da irgendwie hin und Hook und überhaupt nicht übereinstimmen. Da sind teilweise auch die Spiele anders. Und bei Frankreich wird die Seite dann auch sogar nochmal geteilt. Also vier Mannschaften auf einer Doppelseite. Wird wahrscheinlich bei den anderen Ländern auch so sein. Aber auch immer ein kleiner Text noch zu jedem Team. Dann Portugal. Portugiesische Liga, da sind auch schon die ersten Spieltage durch, die ersten vier. Ich weiß gar nicht, wer der Tabellenführer ist, aber irgendein Aufsteiger ist gerade weit oben. Habe ich so mitbekommen. Ich glaube, das war Famalicão, dass die weit oben dabei sind aktuell. Glaube ich zumindest, dass es so war. Dann die Niederländer. Auch hier mit der Karte, wie immer. Und mit den Ergebnissen. Aber hier im vierten Spieltag, der ist auch wieder ein bisschen anders. Da findet diese Woche erst noch drei Partien statt am vierten Spieltag. Wahrscheinlich war der Pokal oder so. In den Niederlanden. Und hier ist gleich auf jeder Doppelseite vier Teams. Twente Enschede übrigens auch wieder aufgestiegen. Die waren ja mal nicht dabei. Und dann noch Sparta Rotterdam und der andere Club RKC Valvik. Habe ich auch noch nie gehört. Dann die Türkei. Auch hier mit Spielplan zum Ausfüllen. Drei Spieltage aber schon. Die spielt er auch. Und auch hier wieder der Aufbau derselbe. Mit Kader und einem kleinen Text. Und natürlich auch der Wunschelf. Dann hier die Schweiz. Die Schweizer Karte. Und ja, der Spielplan ist nicht so groß wie in anderen Ländern, weil die Schweiz einfach weniger Teams hat. In der Liga, glaube ich, nur 12 Mannschaften. Es sind tatsächlich nur 10 Mannschaften. Servette Genf war der Aufsteiger. Die ja auch schon, glaube ich, ganz gut dabei sind. Dann Österreich, das 10. Land hier noch. Hier ist der Spielplan noch kleiner. Was ist denn das für ein Spielplan hier in Österreich? Also ich verstehe den Spielplan in Österreich nicht, weil da wird dann irgendwie das aufgeteilt, Meistergruppe und Qualifikationsgruppe. Und der letzte steigt ab oder so. Das sind natürlich hier schon ganz viele Spieltage durch. Dann Favorit in Österreich ganz klar RB Salzburg. Die haben jetzt auch einiges an Vorsprung. Hier der Wolfsburger AC, der am Donnerstag 4-0 gewonnen hat. Gegen Gladbach in Europa League. Das war schon eine Überraschung. Wir sind hier aufgestiegen in Österreich eigentlich. Genau, das war WSG Tirol. Und dann hier Magitex App. Habt ihr wahrscheinlich auch schon bei Pex Mozart gesehen. Der hat nämlich gestern darüber ein Video gemacht am Freitag über die neue Magitex App. Werde ich mir definitiv auch noch holen. Vielleicht auch ein Video drüber machen. Mal schauen. Aber ich finde das Kicker-Sonderheft Europas Top League immer noch genial, definitiv. Vielleicht kommen auch in den nächsten Jahren noch mehr Länder hinzu. Mal schauen. Das könnte natürlich auch durchaus möglich sein. Aber abwarten. Ich finde die Auswahl von den Ligen ganz gut. Und somit war es das dann auch schon wieder mit diesem Video. Bis zum nächsten Mal und ciao.